20. August 1977 ist die anspruchsvollste Mission von der Erde abgehoben. Das Ziel der Voyager 2 war es, das äußere Planetensystem genauer zu erkunden. Die Mission war wegen einer besonderen Anordnung der Planeten erst möglich geworden. Die Sonde machte sich auf die Suche nach allen Gasgiganten des Sonnensystems: Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Die Forschung erhoffte sich außerdem Erkenntnisse über den Rand des Sonnensystems. Da die Voyager 2 für die interstellare Reise gebaut wurde, wurde sie mit einer großen 4 Meter breiten Antenne ausgestattet, damit die Sonde die gesammelten Daten zurück zur Erde schicken konnte. Während ihrer Reise entdeckte die Sonde einen 14. Jupitermond. Voyager 2 war das erste Raumschiff, das alle 4 Gasriesen aus nächster Nähe betrachten sollte. Und sogar das erste menschengemachte Objekt, das am Uranus vorbeiflog, wo es auf 2 neue Ringe und 10 neue Monde stieß. Die Voyager 2 stattete auch Neptun und seinem großen dunklen Fleck einen Besuch ab. Das ist ein kolossaler Wirbelsturm in der südlichen Hemisphäre des Planeten. Er ist so groß wie die Erde und wütet mit 2400 km/h pro Stunde. Diese Winde sind die stärksten, die je auf einem Planeten im Sonnensystem registriert wurden. In der Geschichte der Weltraumerkundung schafften es nur 5 Raumschiffe, der Gravitationskraft des Sonnensystems zu entkommen. Das waren die Pioneer 10 und 11, die Voyager 1 und 2 und New Horizons. Wir Menschen schicken tausende Objekte ins All, die der Erdgravitation locker widerstehen. Doch die Sonne ist ungefähr 300.000 Mal so massiv wie unser Heimatplanet. Deshalb ist ihre Gravitationskraft auch viel schwerer zu überkommen. Und noch beeindruckender, die Voyager 2 ist das zweite menschengemachte Objekt in der Geschichte, das durch die Heliosphäre zu anderen Sternen drang. Die Heliosphäre ist eine Blase aus Magnetfeldern und Partikeln, die von der Sonne stammen und das Sonnensystem beschützen. 2 Jahre nach ihrem Start sendete uns die Voyager 2 erste Bilder vom Jupiter. Darauf waren für die Forschung sehr wertvolle Informationen über Io und Europa enthalten, 2 der größten Monde Jupiters. Dann flog die Sonde am Gasgiganten selbst vorbei. Die Entfernung zwischen ihr und dem Planeten betrug knappe 650.000 Kilometer. Und an diesem Punkt bemerkte die Voyager einige Veränderungen in Form und Farbe des großen roten Flecks. Der ist ein seit Ewigkeiten bestehendes Sturmsystem, ähnlich einem Hurrikan auf der Erde, nur viel größer. 2 Jahre später erreichte die Sonde Saturn. Dabei entdeckte sie Speichen und Knoten in einigen der Saturnringe. Als das Raumschiff hinter dem Gasriesen emporstieg, flog es durch die Ringebenen des Saturn. Zu dieser Zeit betrug die Geschwindigkeit der Sonde 13 Kilometer pro Sekunde. Einige Minuten lang stand sie unter dem Beschuss von tausenden Mikrometer großen Staubkörnern. Das wirkte sich auf die Flugrichtung der Voyager aus und ihre Düsen mussten hart arbeiten, um das Gerät wieder auf Kurs zu bringen. Nachdem die Sonde Uranus und Neptun erkundet hatte, flog es aus dem Sonnensystem heraus. Die Gerätschaften liefen dabei auf Sparflamme, um Energie zu sparen. Im August 2007 durchdrang das Raumschiff dann den Termination Shock, also die äußere Grenze oder Schwelle des Sonneneinflusses. Hier nehmen die Sonnenwinde ab. Im Sommer 2013 erreichte die Sonde interstellaren Raum. Wenn es jetzt dazu kommt, Signale im luftleeren Raum zu senden oder zu empfangen, müssen wir dabei 3 Faktoren beachten: Entfernung, Stärke und Zeit. Je weiter weg ein Raumschiff ist, desto weiter muss auch das Signal reisen, bis es von der Sonde empfangen werden kann. Und wenn es dort ankommt, ist es schon sehr schwach. Ein weiteres Problem ist, dass das Raumschiff nach dem Start nicht mehr aufgerüstet werden kann. Es bleibt also auf dem technischen Stand zum Zeitpunkt des Abflugs. Außerdem werden solche Sonden wie die Voyager 2 mit radioaktivem Treibstoff betrieben. Wenn bestimmtes Material radioaktiv zerfällt, gibt es Hitze frei und wandelt sich in Elektrizität um. Doch je mehr Material zerfällt, desto weniger Treibkraft hat das Raumschiff, um Funksignale zu senden und zu empfangen. Abgesehen von dieser Schwierigkeit haben wir aber die Verbindung zu den Sonden nicht verloren. Das liegt an den technischen Fortschritten auf der Erde. Wir Menschen können mittlerweile viel weitreichendere Signale aussenden.
Und genau deshalb konnten wir auch mit der Voyager 2 in Kontakt bleiben, die übrigens schon 2018 interstellaren Raum betreten hat und über 19 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt ist. Doch im März 2020 fiel die Ausrüstung für den Austausch von Informationen zwischen Sonde und Forschenden plötzlich aus. Nachdem die Kommunikation abbrach, verbrachte die NASA ca. 11 Monate damit, ihr Deep Space Network aufzurüsten und neue Hardware zu installieren. Das DSN ist ein internationales Aufgebot von riesigen Radioantennen, mithilfe derer die Astronomen auf der Erde mit interplanetarischen Missionen kommunizieren können. Diese Antennen befinden sich in Kalifornien, Madrid und Canberra. Letztgenannte steht mit der Voyager 2 in Kontakt und besitzt einen Schirm von 70 Metern Durchmesser. Sie ist die einzige Ausrüstung, die Befehle an die Voyager 2 senden kann. Die Antenne, auch bekannt als DSS 43, hat 1972 ihre Arbeit aufgenommen, 5 Jahre bevor die beiden Voyagers gestartet sind. Zu der Zeit war sie noch 5 Meter kleiner. Seitdem musste sich die Antenne einigen Reparaturen und Verbesserungen unterziehen. Diese 11 Monate waren die längste Zeit, in der sie außer Betrieb war. Im Oktober 2020 war sie dann endlich wieder im Einsatz. Die Operator sendeten sogleich Testsignale an die Voyager 2 und nach vielen Monaten der Stille sendete die Sonde ein Zeichen zurück. Sie bestätigte das ausgesendete Signal und führte die Befehle aus. Während die Schüssel ausgeschaltet war, konnten die Operator trotzdem noch wissenschaftliche Infos und Daten über den Zustand der Voyager 2 empfangen. Die Signale drangen immer noch aus dem interstellaren Raum, also der Heliosphäre, durch. Doch sie konnten keine Befehle mehr rausschicken, da die Sonde schon zu weit von der Erde entfernt war. Doch die Antenne wurde mit 2 neuen Funksendern bestückt, gerade noch rechtzeitig. Einer der Sender, der für die Kommunikation mit der Voyager 2 zuständig war, wurde seit fast 50 Jahren nicht mehr erneuert. Die Antenne durfte sich außerdem über ein neues Kühlsystem, Hitzeausrüstung und andere elektronische Spielereien freuen, die für die Funktion der Funksender nötig waren. Das Spannende an dem Deep Space Network ist, dass seine Funkschirme sehr präzise positioniert sind. Sie sind gleichmäßig über den Globus verteilt. So kann fast jedes Raumschiff mit mindestens einem der Geräte stets in Kontakt bleiben. Doch die Voyager 2 bildet eine Ausnahme. 1989 ist sie an Triton, einem von Neptuns Monden, vorbeigeflitzt. Das war die einzige nahe Begegnung, die wir mit dem Planeten und einem seiner Monde hatten. Übrigens, Triton gilt als das größte Objekt aus dem Kuipergürtel. Das ist ein donutförmiger Ring aus Eisobjekten rund um die Sonne. Voyager 2 hat das Ringsystem des Neptuns und seine winzigen Monde entdeckt. Die Sonde hat auch Daten über Triton gesammelt. Zum Beispiel konnte man erkennen, dass der Mond mit Kryovulkanen übersät war. Anstelle von heißem, geschmolzenem Gestein spuckten diese Vulkane Eis aus Wasser, Ammoniak und Methan in die Lüfte. Als die New Horizons-Sonde mehr als 25 Jahre später an Pluto vorbeiflog, konnte sie dasselbe Phänomen auf dem Zwergplaneten ausmachen. Wie auch immer, für diese Umleitung musste die Voyager 2 über den Nordpol des Gasgiganten ziehen. Doch das hat die Flugbahn der Sonde insoweit verändert, als sie südwärts relativ zu den Planetenebenen abgelenkt wurde. Seitdem saust die Voyager 2 in diese Richtung. Und jetzt ist das Raumschiff so weit weg, dass es außerhalb der Reichweite der Radioantennen auf der nördlichen Hemisphäre, also in Madrid und Kalifornien, liegt. Das macht die DSS 43 auf der südlichen Hemisphäre zur einzigen Schüssel, die genug Leistung hat und auf der genau richtigen Funkfrequenz sendet, um die Voyager 2 zu erreichen. Die Voyager 1, die schnellere Schwester, hat ihre Flugbahn dagegen nicht geändert. Nachdem sie an Saturn vorbeigeflogen ist, nahm sie einen anderen Weg. Deshalb können die 2 Schüsseln auf der nördlichen Hemisphäre noch ganz einfach mit ihr kommunizieren. Die Aufrüstung, die der Canberra Deep Space Communication Complex hinter sich hat, kann in Zukunft andere Missionen begünstigen. Zum Beispiel den Mars Perseverance Rover, der am 18. Februar 2021 auf dem roten Planeten gelandet ist. Diese Antenne wird auch noch von Bedeutung sein, wenn es darum geht, andere Planeten und den Mond zu erkunden.